Ich fahre nicht hin. Wen froscht dem der Hintern brennt? Was sagst du da, Junge? Ich hab gesagt, ich weiß nicht, ob ich mitkomme. Was? Nach Berlin? Was soll das jetzt bedeuten? Ich meine, denk doch mal nach. Da hinzufahren, würde den Nazis sagen, ist bestens euer Wahnsinn. Als wäre es mir völlig egal, was da los ist. Hey, schon klar, die Aufregung. Nein, das ist eine durchdachte Entscheidung. Du wirst nicht aussteigen, du kommst mit, vertrau mir. Du fährst mit und Schluss. Du hast zu hart dafür gearbeitet. Wenn du nicht hinfährst, fühlst du dich später wie ein Versager. Wenn du Olympia jetzt absagst, dann... Ja, dann werde ich es für den Rest meines Lebens bereuen, richtig? Genau so ist es. Und meine Frau, die wird mich verlassen, denn Frauen stehen nun mal nicht auf Versager. Und wahrscheinlich saufe ich bis zur Besinnungslosigkeit, bis mein Coach so dermaßen genug von mir hat, dass er mir einen Scheißjob als Coach gibt. Du hast die Chance, Geschichte zu schreiben und die willst du einfach wegwerfen? Ist das dein Ernst? Es gibt Menschen, denen ich als Vorbild dienen muss. Was für Menschen? Wen meinst du damit? Etwa die Schwarzen? Komm schon, das ist mir alles sowas von scheißegal. Sie sind ja auch weiß. Ihnen kann es egal sein.